Hallo, heute sind wir im Zoo Duisburg. Bei unseren Ringelschwanz-Lemuren, bei den Katas. Eine Besucherin ist aufgefallen, dass es eine Verletzung am Bauch gab. Das ist bei unserem ältesten Tier. Die hat so zwei ganz dicke Fettgeschwülste rechts und links. Die hat auch ein hormonelles Problem, was wir noch nicht ausdiagnostizieren konnten. Also wir waren schon vom CT bis MRT, Ultraschall, haben wir schon alles durchgetestet. Bei ihr findet keiner so recht raus. Also wenn man sich die anderen Katas so anguckt, sieht man Richtung buscheligen Kopf. Und der ist bei ihr ganz, ganz schmal. Du bist hier ganz normal. Und der ist bei ihr halt ganz, ganz schmal, ganz wenig behaart. Dazu eben dann diese Geschwülste. Fettgeschwülste, da haben wir schon ein hormonelles Problem wie ein Cushing oder sowas gedacht, aber es konnte bis jetzt noch nichts bewiesen werden. Und da sie ein altes Tier ist, haben wir halt gesagt, solange es keine Probleme gibt und sie damit gut leben kann, lassen wir sie einfach so. Lassen wir sie in der Gruppe, sie hat hier ihre Position in der Gruppe, die ist wichtig für die Gruppe und dann bleibt wir halt so. Heute gab es anscheinend, ich weiß nicht, ob es dem warmen Wetter geschuldet ist, mir alle ein bisschen komisch im Kopf, gab es ja eine kleine Beißerei, dadurch hatte sie eine Bissverletzung eben in diesem Fettgeschwulsten. War aber wirklich nur einmal so ein Riss. Das sieht dann schlimmer aus, als es ist, weil darunter halt eben dieser Fettknubbel ist. Und da haben wir den Hautriss eben kurz genäht. Thank you.
dass sie natürlich jetzt auch wegen des Wetters, dass es da nicht so juckt und dass sie das Ganze in Ruhe lässt und eben nicht dran rumfummelt und wieder aufmacht und solange alles so bleibt, also da habe ich ganz guter Dinge, kann sie morgen wieder zurückgehen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.